Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in der Aromalogie. Und es erwartet dich wieder eine Serie. Wenn du uns schon länger folgst, dann weißt du, dass wir größere Themen, ein bisschen komplexere Themen ganz gerne über mehrere Folgen strecken, damit du auch wirklich möglichst viel mitnehmen kannst. Und das haben wir uns für dieses Thema jetzt wieder überlegt und wir sprechen heute in diesem ersten Teil dieser Serie über Schlafen, ein Thema, das super wichtig ist, das wir tatsächlich jetzt in über 2 Jahren Podcast noch gar nicht behandelt haben, obwohl es wirklich auch im ganz, ganz engen Zusammenhang mit deiner Gesundheit und natürlich auch mit den ätherischen Ölen steht. Ich freue mich sehr darauf. Ich habe selber noch richtig viel gelernt, was ich nicht wusste. Und ja, lass uns eintauchen in die Welt des Schlafes. Ja, auch von mir ein ganz herzliches Hallo. Ich freue mich sehr darauf, weil ja, für manche heißt es Sweet Dreams und für andere heißt es eher Albtraum, weil ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen doch tatsächlich mit Schlafen ein ganz großes Thema haben. Deswegen umso schöner, dass wir eine Serie daraus machen. Und ja, wir werden über wahre Erholung sprechen für deinen Körper, Ruhe für deinen Geist vor allen Dingen und auch, wie wir uns ja körperlich, emotional einfach wirklich erholen können, was Schlaf eigentlich bedeutet und wie wir uns mit den Ölen, mit Unter- und anderen guten Schlafroutinen einfach unterstützen können, dass wir gesund schlafen und damit natürlich ganz viel auch für unsere Gesundheit tun. Ja, da freue ich mich sehr darauf. Und vielleicht steigen wir direkt mal ein bisschen ein und ja, sprechen übers Schlafen natürlich. Ja, ich bin ein ganz großer Fan immer von Geschichten. Ich muss ganz kurz meine Erfahrung teilen. Jetzt, wo wir das aufnehmen, bin ich gerade wieder zu Hause angekommen und war übers Wochenende in so einem mega geilen 5-Sterne-Hotel. War für mich auch ein First. Das erste Mal in so einem, ja, leicht dekadenten Luxusbunker. Und was mir aber, also es war toll, keine Frage, aber was mir vor allem in Erinnerung geblieben ist, ist dieses Bett. Ich habe gerade schon zur Melli gesagt, hey, dass dieses Bett, das war so unfassbar gemütlich und das war so weich und ich habe da so gut geschlafen und hatte eine riesen Auswahl an Kissen und ich fand es einfach nur mega cool und da ist mir wieder so bewusst geworden, wie wichtig das ist. Und ja, Melli, du hast gerade schon gesagt, da direkt einzusteigen. Ich finde es total wichtig. Woran ich das auch merke, und ich glaube, das geht vielen so, wie ich morgens aufwache. Also ich glaube, wir kennen alle so dieses Gefühl, morgens aufzuwachen und so völlig gerädert zu sein. Ich fühle mich manchmal sogar, wenn ich keinen Alkohol trinke, natürlich, verkatert, so richtig matschig und auch ohne Energie und ich komme nicht so richtig in die Pötte und ich habe irgendwie auch keine Motivation. Und wenn es dann draußen auch noch dunkel ist, dann wird es noch viel schlimmer. Und ich kenne auch aber leider nicht ganz so oft die Phasen, wie jetzt zum Beispiel in diesem tollen Hotel, wo ich morgens am liebsten aus dem Bett springen würde, weil ich so voller Energie bin und weil ich einfach auch so ein Gefühl habe, ich habe so tief geschlafen. Also ich habe gar nicht irgendwie 200 verschiedene Träume gehabt, sondern ich habe einfach wirklich so richtig große, lange Tiefschlafphase gehabt und da fühle ich mich morgens ganz anders. Kennst du Ja. wahrscheinlich auch, oder? Ja, total, auf jeden Fall. Also zum einen, je nachdem, wie der Mondzyklus ist, daran merke ich das immer auch Voll, sehr. ja. Wer da auch feinfühliger ist, der kann das bestimmt mitunter bestätigen. Dann, wie du sagst, natürlich zum einen, wenn man Alkohol trinkt, ich glaube, das macht auf jeden Fall ganz viel aus. Obwohl tatsächlich viele Leute Alkohol trinken, um quasi müder zu werden und auch in Anführungsstrichen sich vorgaukeln, besser schlafen zu können. Das funktioniert vielleicht mal hin und wieder, allerdings auf lange Sicht gesehen ist das definitiv etwas, was uns mehr schadet, anstatt gut tut. Und auch natürlich, was ich so merke, ist so, was geht mir so im Kopf herum? Also, was habe ich so für Gedanken? Nehme ich die mit ins Bett? Oder auch, ja, wie viel verbringe ich tatsächlich Zeit abends auch noch mit irgendwelchen elektronischen Geräten? Das ist vielleicht für den einen oder anderen gar nichts Neues. Allerdings ertappen wir uns da wahrscheinlich alle dabei, dass wir ja
elektronische Geräte auch immer wieder abends auch nutzen. Und das macht auch einen Riesenunterschied. Also wie ich wirklich sozusagen in den Abend auch reinstarte. Und ja, was habe ich da vielleicht eben, wie gesagt, für Themen, die noch im Kopf mit rumschwirren. Und wenn wir uns überlegen, dass wir ein Drittel unseres Lebens mit Schlafen tatsächlich verbringen, ist es definitiv ein Thema, womit wir uns alle beschäftigen können. Und ja, Schlaf ist etwas, was so, so wichtig für unseren Körper ist, für unseren Geist und ja auch für diese Regeneration. Und wie du gesagt hast, so mit diesem nicht so viel Träumen und so, da werden wir auf jeden Fall auch in den Folgen in dieser Serie drauf eingehen. Ja, was bedeutet es eigentlich, wirklich tief zu schlafen? Oder wann kratze ich nur so an der Oberfläche und wälze mich von A nach B? Also das wäre Ja, also das Thema ist riesig, deshalb teilen wir es ja auch so ein bisschen auf. Du hast jetzt, glaube ich, schon so zwei Schwerpunkte, auf die wir uns heute konzentrieren wollen, angesprochen. Das eine ist der Alkohol. Und natürlich ist es immer am besten, man trinkt gar keinen. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass gerade auch wenn meine Oma nicht so gut schlafen konnte, nicht so gut einschlafen konnte, dann die Mama gesagt hat, ja, jetzt trinkst du halt mal noch ein Glas Rotwein. Das darf natürlich jeder selber entscheiden und nicht alles ist immer gleich ungesund. Also auch Rotwein hat ja auch positive Eigenschaften. Aber insgesamt sagt man einfach so 2, 3 Stunden vor dem zu Bett gehen, vor dem Einschlafen einfach keinen Alkohol mehr zu trinken. Und ich habe die Erfahrung gemacht, man schläft zwar mit Alkohol besser ein, das kennt jeder, der ab und zu mal was trinkt, aber man schläft nicht besser durch. Und man ist auch tatsächlich nicht am nächsten Tag erholter, selbst dann, wenn du nicht so wahnsinnig viel trinkst. Ne? Also dafür musst du jetzt nicht dich irgendwie betrunken haben. Also auch schon ein bisschen Alkohol hilft zwar vermeintlich beim Einschlafen, aber eben nicht beim Durchschlafen und schon gar nicht, was die Regeneration betrifft. Insofern da vielleicht der einfachste Tipp, wirklich zu sein, den Alkoholkonsum zu beschränken. Und wir kennen das ja von ganz vielen Sachen, dass es einfach nicht gesund ist. Oder auch Leute, die sich mit Abnehmen beschäftigen, ist die Fettverbrennung einfach hemmt und so. Aber der Schlaf wird ganz häufig übersehen. Also, und wie du gerade schon so schön gesagt hast, die Gesundheit und die Regeneration ist es einfach auch ein Störfaktor. Also den Alkohol wegzulassen ist auf jeden Fall so der. Ja, einer, glaube ich, der wichtigsten Tipps, zumindest mal, wenn du nicht ganz drauf verzichten kannst, es zu reduzieren und so 2 bis 3 Stunden vor dem Schlafen nicht mehr zu trinken. Und das Zweite, was du gesagt hast, da will ich den Ball wieder direkt an dich zurückspielen, Melli, ist alles, was, also blaues Licht haben wir gesagt oder auch eben digitale Geräte. Und genau, warum ist das so schädlich? Fällt mir persönlich ja schwerer, da abends sich doch nochmal drauf zu gucken. ja, also da ich ja gar kein Alkohol trinke, generell ist das definitiv auch das, wo ich auch immer wieder ein Augenmerk drauf werfen darf, weil es einfach unseren Schlafbeginn verzögert, weil es unsere natürlichen, die natürliche Produktion am Abend Melatonin überhaupt zu bilden. Das heißt, wenn es dunkler wird draußen, ist es automatisch so, dass in unserem Gehirn Melatonin Spiegel quasi angeregt wird und Melatonin, haben wir auch in mehreren Folgen auch schon darüber gesprochen und du weißt es vielleicht auch schon, unterstützt uns einfach dabei auch zur Ruhe zu kommen, müde zu werden und dann eben auch gut zu schlafen. Ja, wenn wir allerdings abends in blaues Licht schauen oder irgendwelche elektronischen Geräte noch verwenden, bis wirklich kurz vor dem Schlafen gehen und am besten noch das Handy direkt neben uns auf den Nachttischschrank legen, dann wird das eben gestört und diese REM-Schlafphase, da werden wir auf jeden Fall nochmal tiefer eingehen, die wird reduziert und dementsprechend kommen wir gar nicht wirklich in diesen Erholungszustand. Und ja, es geht ja auch darum, dass wenn wir überlegen, ich meine, jeder kennt das, abends nochmal ins Handy geschaut, irgendwelche sozialen Medien durchgescrollt, am besten dann irgendwie das Rabbit Hole runtergefallen und immer tiefer reingerutscht. Die sind ja dafür gemacht auch, dass wir wirklich, dass das Gehirn angeregt wird. Also wir kommen ja gar nicht zur Ruhe. Und auch wenn wir Filme schauen und so im Vergleich auch zu früher, die Bildbewegung ist ja alles viel, viel schneller und dementsprechend dort wirklich ja, zur Ruhe zu kommen,
ist schon schwierig. Und auch da, wie auch bei dem Alkohol, dass man sagt, einfach 2 bis 3 Stunden vorher wirklich diese Geräte wegzulegen, lieber sich ein Buch zu nehmen, eine Meditation zu hören, solche Sachen oder auch ansonsten vielleicht ein Hörbuch zu hören oder sich einfach zu unterhalten, und auch bewusst Licht zu dimmen. Ja, Ja. das sind so Dinge, die man auf jeden Fall beachten darf und nicht unterschätzen sollte. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, auch so, ne, dass das blaue Licht und so eher anregend ist, dass die Fernsehbilder und so eben auch sehr schnell sind, auch alles anregend ist. Kenne ich voll, also wenn ich gucke extrem wenig Fernsehen, weil es mich einfach auch, ich weiß, können mal ganz viele Leute nicht verstehen, ich glaube, du schon, aber mich reizt es nicht so. Also ich Ich setze auch mich nicht. tatsächlich lieber mit einem coolen Buch auf die Couch oder lege mich mit dem Buch ins Bett, als Filme zu gucken, was nicht heißen soll, dass es nicht auch tolle Filme gibt. Aber ich merke, vor allem, wenn das so ein bisschen. Und du hast gerade schon gesagt, die meisten Filme sind ja heute sehr schnell, also einfach von der Bildabfolge. Und wenn ich abends, was eben sehr selten vorkommt, mal einen Film mit meinem Mann gucke, genieße ich das zwar, das Filme gucken, aber ich merke, dass ich danach viel schlechter einschlafen kann. Und das muss noch nicht mal der Inhalt sein, sondern einfach, das kann auch irgendwas Lustiges gewesen sein und so, aber ich komme nicht so in diesen Schlafmodus und kann einfach nicht so gut schnell einschlafen. Und was ich auch ganz wichtig finde, das jetzt mal unabhängig jetzt von dem Licht oder der schnellen Abfolge, sind natürlich auch die Inhalte. Also wenn wir, vielleicht bin ich da auch besonders empfindlich, aber ich nehme das mit. Und wenn ich das so, man weiß das auch einfach vom Gehirn, wenn wir dann beim Einschlafen schaltet unser Gehirn ja einfach auch von Beta-Wellen bis hin dann zu Delta-Wellen, was dann der Tiefschlaf ist. Und in dieser Zwischenphase ist quasi, stell mir das immer vor, da ist so die Tür zum Unterbewusstsein ist ganz weit geöffnet, weil der Verstand schläft schon. Das kennen wir alle, oder? Wenn man so einschläft und hat dann irgendwie noch so die letzten Gedanken. Und ich glaube, man nimmt es dann alles mit ins Unterbewusstsein. Und wenn das dann halt irgendwas ist, ich weiß ich jetzt nicht mal, irgendwie so eine Orkschlacht oder sowas, ja, dann ist das halt irgendwie nicht so cool, um in Ruhe und Entspannung sich über Nacht zu regenerieren. Und deshalb habe ich mir solche Sachen einfach abgewöhnt. Das passiert mit Büchern auch. Also ich muss auch gucken, was ich als letztes lese, also was die letzten Infos sind quasi, die ich meinem Gehirn fütter. Aber mit Filmen oder mit Social Media oder so, wo halt das alles noch mit Bildern unterstützt wird und sehr hektisch ist, ist das dann oft noch viel schlimmer. Ja, deswegen finde ich es ganz schön, so als Ritual, abends nochmal, wenn man auch gerade so im Bett liegt, sich nochmal durch den Kopf gehen zu lassen, was schöne Momente an dem Tag waren oder auch wofür man dankbar ist, so 2, 3 Sachen. Weil wie du sagst, das geht ja dann so mit in den Schlaf quasi über und transportiert sich meiner Erfahrung nach auch dann wirklich schon in den nächsten Tag mit hinein. Das macht total viel aus. Und ich glaube, es ist auch nochmal ganz wichtig zu beleuchten, warum eigentlich Schlaf so wichtig ist. Also wir haben jetzt gesagt, klar, für die Regeneration und sowas. Allerdings gibt es auch so schöne Sprüche, schlafen kannst du, wenn du tot bist. Oder ach, es gibt Leute, die irgendwie sagen, ja, es reicht ja nicht so 3, 4 Stunden Schlafe, das ist fantastisch. Allerdings, ja, ist es ja wissenschaftlich natürlich bewiesen. Vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen drauf eingehen, bei was uns eigentlich Schlaf so wirklich hilft. Ja, also das, was du sagst mit dem wenigen Schlaf, das, ich glaube, das kennt jeder, vor allem Mamas kennen das. Du denn auch bald? Danke für die Erinnerung. Ja, das funktioniert, ne? Also ich meine, was willst du sonst anderes machen? Das funktioniert tatsächlich auch über längere Strecken, aber es macht dich matschig im Kopf. Also man sagt ja nicht umsonst auch so, gibt ja auch dieses Wort Stilldemenz und so, weil du halt einfach, also es hat jetzt natürlich eher Bezug auf Stillen, aber ich glaube, das ist so eine Kombi, ne? Und du schläfst nicht viel und so. Und ich kann mich an Phasen erinnern, als meine Kinder noch ganz klein waren. Da hatte ich dann irgendwas in der Hand und dachte, was mache ich denn jetzt damit? Also, weil es einfach nicht mehr, ich hatte so das Gefühl, mein Gehirn kann irgendwie nicht mehr klar funktionieren, weil ich einfach so verdammt müde bin, dass ich mich hätte mit der Stirn gegen die Wand lehnen können und einpennen. Also, das geht über eine Strecke, weil du es musst, aber man merkt doch relativ schnell, oder ich glaube, die meisten merken relativ schnell, dass das eben doch wirklich beeinträchtigt. So, jetzt hast du gesagt, noch mal ein bisschen wissenschaftlicher. Genau, wir sind ja
hier, oder ich nehme an, das wolltest du sagen, oder? Über die, Genau, also über. das zum einen und einfach, dass auch Schlaf, ja, ich meine, Schlaf ist total wichtig für Regeneration, also für unser Immunsystem. Du hast es jetzt schon wundervoll in Bildsprache beschrieben, auch wenn es eher um quasi dieses neue Elterndasein dann geht, die Konzentration zu schärfen. Also dafür ist ja auch Schlaf da, weil einfach unser Gehirn regenerieren kann im Schlaf, ja. Wir können mit Schlaf unseren Stresspegel auch senken, was auch dazu beiträgt, Achtung, ein gesundes Gewicht zu halten. Ja, das ist natürlich auch ganz wichtig und wird meiner Meinung nach auch immer noch zu wenig beachtet, wenn es darum geht, dass man zum Beispiel sagt, ja, ich möchte gerne Gewichtsoptimierung betreiben. Ja? Und auch diese, ja, positive Einstellung und generelle Stimmung auch zu verbessern, gerade auch, wenn wir jetzt so in dunklen Jahreszeiten oder so sind. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, denn ohne Schlaf kann unser Körper ja weniger weiße Blutkörperchen herstellen oder auch Neuronen bilden. Die Muskeln werden nicht richtig repariert und auch ja sowas wie Antioxidantien zu produzieren. Ja, also was ja wirklich dann hilft, eben auch mitunter unsere Haut und Regeneration und sowas, dass Nervenbahnen erneuert werden und so. Ich glaube, dass ja, ist ganz wichtig. Und ich glaube, worauf du hinaus willst, ist natürlich, wir sind ja in der Aromalepie, dass wir da auch noch mal ein bisschen wissenschaftlicher drauf eingehen, inwiefern ätherische Öle überhaupt ja, gut für unser Gehirn sind und was das dann auch alles mit Schlaf zu tun hat. Ja, genau. Allerdings wollte ich ganz kurz noch was sagen, weil du das gerade gesagt hattest mit, ne, so die, was mich da drauf gebracht hat, also gesagt hast, abnehmen. Also die, wir haben halt auch einfach ein viel höheres Cortisol-Level, wenn wir zu wenig schlafen. Und das ist immer schlecht. Also zu hohe Stresshormone, zu hohe Cortisol-Level auf Dauer sind natürlich so, gerade wenn, wenn man eben auch abnehmen möchte, ein gesundes Gewicht halten will und so, sehr kontraproduktiv. Und ich habe vor kurzem, ich muss mir wieder so ein Gadget kaufen. Ich weiß ja, dass es Quatsch ist. Ich weiß trotzdem ab und zu bewusst, dass es Quatsch ist. Und zwar ist das so ein kleines Gerät, da kannst du den CO2-Gehalt in deinem Atem messen. Und das ist total spannend, weil natürlich geht es darum, jetzt in dem Fall, es geht meistens auch einfach um Fitness, also Performance zu steigern. Und natürlich, viele Leute haben das auch, war um abzunehmen oder, also du nimmst mit dem Ding nicht ab, aber du kannst halt gucken, verbrennt mein Körper gerade mehr Fettreserven oder verbrennt da gerade mehr Kohlenhydrate? Und es ist super spannend, egal was ich abends gegessen habe, also selbst wenn ich zum Beispiel sehr, sehr wenig Kohlenhydrate gegessen habe am letzten Tag, was ich jetzt getan habe, um einfach, um es mal ein bisschen zu testen, also eine sehr lange auch Fastenphase hatte über Nacht und die Kohlenhydratspeicher lange aufgebraucht sind. Ich habe morgens vielleicht auch noch Sport gemacht und so, also die sind leer. Und dann ist es ganz stark davon abhängig, ob ich gut geschlafen habe oder nicht. Also selbst wenn ich alles andere perfekt gemacht habe, die Ernährung und den Sport, und ich habe aber bescheiden geschlafen und viel zu wenig, dann misst dieses Teil tatsächlich einen sehr hohen Anteil an CO2. Sprich, der Körper versucht immer noch über Kohlenhydrate Energie zu ziehen und kommt gar nicht in den Fettverbrennungs Stoffwechsel rein. Also fand ich total faszinierend. Was Schlaf, ne? Weil wir denken alle so, naja, man muss halt irgendwie gesünder essen und ein bisschen Sport machen und so ist alles richtig. Aber der Schlaf hat einfach auch darauf, wie viel Stress oder Regeneration, je nachdem er uns liefern kann, einen ganz, ganz großen Einfluss. Ja, und damit spielt ja auch einher, einfach, weil du es jetzt gerade nochmal auch so schön angesprochen hast, dieses Fight or Flight. Sobald wir zu viel Cortisol haben in diesem Stressleben quasi, dann kickt das ja, also dieser Überlebensmodus sozusagen ein. Und ja, dann wird Verdauung eingespart. Da brauchen wir quasi auch nicht schlafen. Allerdings ja, geht es einfach nur auch ums Überleben. Und das ist ja auch was, was dann damit noch zusammenhängt. Und ja. Das ist natürlich auch was, was wir, worauf wir, glaube ich, auch noch in einer der Folgen auf jeden Fall darauf eingehen werden. Was kann man dann ernährungstechnisch noch tun? Wie können wir uns da unterstützen? Oder auch, was können wir tun, um einfach auch mal die Verdauung vielleicht ruhen zu lassen, wie du nämlich sagst, in dem Bereich. Ja. Ja, so, aber jetzt zu den Ölen. Genau. Unsere Hängt ja, Wissenschaft. es hängt ja alles zusammen. Also trotzdem, klar. Das ist Wahnsinn, wenn man so ein Fass mal aufmacht, was da dann doch noch irgendwie alles drinsteckt, weil wir am Anfang auch gesagt, also ich dachte, das ist Schlafen, da kann ich drei Folgen drüber machen, bis wir dann gemerkt haben,
Also ich glaube, du wusstest das schon, ich nicht, was da alles drin steckt. Genau, und natürlich kann man, deshalb sind wir ja hier in der Aromalogie, deinen Schlaf beeinflussen mit ätherischen Ölen. Und das schließt die anderen Sachen bitte nicht aus. Also bitte klotzt trotzdem abends nicht vorm Einschlafen aufs Handy und trinkt nicht 2 Flaschen Rotwein. Aber die ätherischen Öle können da einfach eine super coole Unterstützung sein. Und vielleicht, Melly, das ist eher so ein bisschen dein Fachgebiet. Ich müsste nämlich jetzt hier schon wieder die Namen spicken. Magst du mal ganz kurz so ein bisschen, vielleicht nochmal so einen kleinen Recap? Warum ist das so? Also was, so in 2 Sätzen, sind die ätherischen Öle? Was haben die mit Schlaf zu tun? Wie kommen die zu uns ins Gehirn? Okay, 2 Sätze ist schon echt knackig. Ja, du darfst auch 2 Nichtsdestotrotz machen. haben wir gesagt, wäre es natürlich ganz gut, weil wir können ja nicht immer davon ausgehen, dass die Person, die jetzt hier zuhört, schon jede einzelne Folge gehört hat und schon alles Mögliche auch über ätherische Öle weiß. Deswegen einfach nochmal so zur Erinnerung. Ja, was sind denn überhaupt ätherische Öle? Also zum einen eben, sie sind aromatische Verbindungen und die werden gewonnen aus unterschiedlichen Pflanzenteilen. Und ja, die einzelnen Bestandteile, die haben sowohl sozusagen Terpene, Monoterpene, Phenole drin und das sind alles chemische Begriffe, die ich jetzt hier nenne. Nichtsdestotrotz machen die etwas bei uns im Körper. Und das, was so spannend ist und weshalb es so unwahrscheinlich gut auch für uns, für unseren Schlaf funktioniert, ist, dass sie direkt im Gehirn auch ansetzen. Ja, also sobald wir ein ätherisches Öl riechen, kommt das einfach bei uns im limbischen System an, dort, wo auch unsere Emotionen verankert sind, dort, wo ja auch eben Schlaf-Wach-Rhythmus mit kontrolliert wird. Und Studien zeigen einfach, dass das unwahrscheinlich wertvoll ist für uns und wir da ganz, ganz viel tun können. Also kurzum, die kurze Antwort ist, weil die Kraft der Aromatherapie quasi zusammenwirkt mit dem limbischen System. Und ja, wir sozusagen da uns das ja ganz clever zunutze machen können auf eine ganz einfache Art und Weise. Und das finde ich so gut. Ja, es muss nicht komplex sein, sondern wir können einfach uns ein ätherisches Öl nehmen, was entspannender ist, wie zum Beispiel, jeder kennt es, Lavendel oder auch Zedernholz ist ganz, ganz wundervoll. Oder auch eine ganz tolle Ölmischung, Peace and Calming, um einfach so wirklich loszulassen, diese Kontrolle loszulassen. Und ich glaube, da lohnt sich es auf jeden Fall in den folgenden Folgen noch ein bisschen tiefer drauf einzugehen, was da diese Öle im Speziellen machen. Und ja, also das hilft uns einfach durch den Duft, den wir aufnehmen, dass unsere Gehirnströme auch verlangsamt werden und dadurch so unser Körper nach und nach so in Richtung Schlaf quasi bewegt wird. Ja, also ich glaube auch, wir hatten das ja auch schon häufiger gesagt oder gefühlt fast in jeder Folge, ist der direkte Weg einfach über den olfaktorischen Sinn zum limbischen System läuft, ohne dass da noch groß irgendwie was dazwischen geschaltet ist. Und du hast gerade schon gesagt, Lavendel ist so der Klassiker. Ich glaube, da denkt jeder dran, wenn man so an Schlafen denkt, ah ja, Lavendel oder Entspannung, Lavendel. Für mich sind es definitiv alles, was Baumöle sind. Ich glaube, in dem Peace and Calming sind auch einige, ist auch was Baumiges drin. Zedernholz hast du genannt. Und das kann man ja auch selber, gerade wenn du vielleicht noch nicht so viel mit Ölen zu tun hattest, du kannst das selber immer testen. Also ich finde, wenn man an Pfefferminz zum Beispiel, ist für mich so der Klassiker, riecht, das macht einfach wach. Und ich würde mir, glaube ich, sehr schwer tun, mit Pfefferminz einzuschlafen. Also das ist, glaube ich, auch sehr viel so ein bisschen die Intuition, wenn du an was riechst und merkst, oh ja, okay, das bringt mich irgendwie runter, ne? Das hilft mir. Dann beim Einschlafen die Gehirnwellen zu wechseln, bis ich dann einfach auch im Tiefschlaf bin. Ja, genau. Vielleicht an der Stelle noch, das hatten wir noch mal, in irgendeiner Folge haben wir das schon mal gesagt, dass das limbische System bzw. Gerüche ja auch sehr stark mit Erinnerungen zusammenhängen. Also ich kenne eben auch Leute, die Lavendel nicht mögen, weil sie damit irgendwelche unangenehmen Erinnerungen haben. Das irgendwie wie die Mottenkugeln bei der Oma roch, die er nicht mochte oder so. Also da ist, wenn wir so sagen, Lavendel ist gut für Entspannung, ja, das stimmt. Und es ist gut zum Einschlafen, ja, das stimmt.
Aber natürlich vor allem dann, wenn du damit entweder keine Bewertung drauf hast oder angenehme und nicht so sehr halt irgendwas, was dich nochmal aufputscht emotional. Ja, ich glaube, da ist generell ganz wichtig zu schauen und da ist ja jeder einfach individuell auch, was tut mir gut. Ja, also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil selbst wenn eine Pflanze ein Duftprofil hat, was uns wirklich in eine tiefe Ruhe an und für sich bringt, wenn wir es gar nicht riechen können, dann würde ich auch behaupten, sollte man es nicht unbedingt in die Schlafroutine mit einbauen. Genau. Genau, das Wie ist ist nicht das? die Zeit, um das irgendwie, du hast es auch mal so schön gesagt, das ist das Öl, was wir nicht so gerne riechen, auch auf das Öl ist, das uns das größte Wachstumspotenzial bietet. Aber das würde ich jetzt nicht unbedingt beim Einschlafen benutzen, weil da sollst du ja runterkommen und dich nicht mit irgendwelchen Stressfaktoren beschäftigen. Ja. Genau, und ja, und wie wir das natürlich in weitere Schlafroutinen und sowas mit einbauen können und auch wie man es sonst noch nutzt, auch im Diffuser oder auch was so dieser Rhythmus unseres Schlafs ist. Also du hast es ja schon mal kurz angesprochen, also diese Schlafphasen auch und so. Das werden wir auf jeden Fall mit in die nächsten Folgen reinpacken. Ja. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ja, hüpf einfach in die nächste Folge rein. Und ja, wir freuen uns darauf, dass wir nach und nach alle noch qualitativ viel, viel besser schlafen können und es uns noch viel besser Ja, bis zum nächsten Mal und schlaf gut. geht. Tschüss. Tschüss. Unser Do-it-yourself-Rezept für dich diese Woche ist eine Sweet Dreams Diffusermischung. Gebe dazu in gleichen Teilen Lavendel, Zedernholz, Vetiver und Schwarzfichte in deinen Diffuser. Tiefe Entspannung und ein gesunder Schlaf steht nichts mehr im Wege.